Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade überall diskutiert, auch kontrovers debattiert wird, heißt systemrelevant. Wer ist systemrelevant? Gerade jetzt im Lockdown, der sich immer mehr hinzieht, fragt man sich, bin ich systemrelevant? Wie steht es um die Restaurants, um die Hotelbetriebe, um die Gastronomie insgesamt? Ist das systemrelevant? Wie steht es um Dienstleistungsbetriebe wie Friseure? Also ich fühle mich langsam als Bertram Struwelpeter, wie Sie hier sehen. Für mich persönlich wäre der Friseur systemrelevant, ist aber nicht so. Es gibt also viele Branchen, die in dieser Debatte gerade stehen. Blenden wir uns zurück in die Zeit Jesu. Damals waren auch die hohen Priester und Schriftgelehrten, ja vor allem die Pharisäer, systemrelevant. Sie trugen das gesellschaftliche und religiöse Leben. Auch später Pilatus, Vertreter des Kaisers, systemrelevant. Ja, selbst die Soldaten, die Jesus ans Kreuz schlugen, waren in der damaligen Zeit systemrelevant. Wir werden nach Corona in eine andere Zeit gehen. Wir können uns nicht zurückträumen in die alte Welt, auch nicht zurückträumen in eine alte Kirche. Denn jede gute alte Zeit war einmal eine schlechte neue Zeit. Und Jesus hat das System der Welt geändert. Auch Jesus war am Anfang gerade nicht systemrelevant, aber er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Jesus baut ein neues System, das System des Reiches Gottes. Und da sind plötzlich Instanzen nicht mehr systemrelevant, die es waren. Und es kommen neue systemrelevante Menschen, vor allem glaubwürdige Christinnen und Christen, die ernst machen mit dem Reich Gottes, die Taufe und Firmung nicht nur empfangen für die Statistik, sondern die das Reich Gottes unter die Leute bringen wollen, wie Jesus es sich wünscht, dem wir unser neues Zeitsystem verdanken. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Ich vertraue fest darauf, dass auch diese Corona-Zeit ein Impuls ist, Jesu, dass wir unser System ändern und dass wir wieder ganz oben das Reich Gottes hinstellen. Musik.